Ich höre ein Wuffi. Oh, ich mache das jetzt hier wieder ab, weil ich glaube, ich habe die Reihenfolge falsch gemacht, weil ich sonst da oben mich nicht mehr knüppern kann. So. Jetzt kann ich hier hin. So. Upsa. Genau, und jetzt kann ich hier wieder knüppern. Und habe gleich die Brücke. Kannst du die mitnehmen? Nee, ne? Was haben wir denn da? Ein Hund und sein Herrchen. Oh nein, arme Krähe. Jetzt hab dich nicht so, ich will dir doch nur helfen. Ach, du bist gar keine Krähe, du bist eine Elster. Ja. Oh. Oh, wie nett. Danke, kleine Elster. Oh. Ach, das war gerade ganz schön. Endlich mal sind die Vögel auch mal lieb zu uns, wenn wir ihnen helfen. Das ist eine Häkel-Elster. Wie es scheint, möchte die Erinnerung diesmal gar nicht zurück ins Buch. Ich will erst mal ein bisschen spielen. Jetzt bin ich gespannt. Zeig mal her. Der Brief. Egal wie weit wir uns voneinander entfernen, wir sind nie weiter als ein Wort entfernt. Warum fällt es uns dann so schwer, wenn es doch eigentlich nur eines kleinen Aufwandes bedarf? Ja, das ist eine gute Frage. Also oftmals meldet man sich dann doch länger bei den Familien oder Freunden dann doch nichts mehr, weil man so viele verschiedene Dinge zu tun hat. Und dabei wäre es doch eigentlich nur eine kleine Nachricht, besonders heute, wo wir doch so vernetzt sind mit WhatsApp und Facebook und Twitter und was es nicht alles gibt. Ich meine, klar, man denkt aneinander, aber woher soll der andere das wissen? Der ist sehr schön. Schreibt eigentlich noch mal jemand von euch Briefe? Also ich mache das meistens noch, dass ich im Urlaub noch Karten schreibe. Obwohl ich sagen muss, dass alle Karten, die ich beim letzten Mal verschickt habe, alle nicht angekommen sind. Das ist echt traurig. Und das ist jetzt wirklich schon über ein Jahr her. Aber so richtig Briefe schreiben, macht das eigentlich noch jemand? Das ist so schön. Dieses Kapitel hat mir wieder gefallen. Auch wenn ich die Vögel zwischendurch ein bisschen gemein fand. Aber die Elster war so lieb. Ich will auch eine kleine Elster haben.
Ich bin so ein Fan von diesem Klavier, ey. Nein, wir haben eins verpasst. 4 von 5 Geheimnissen gefunden. Ach, na gut. Oh, Wintersonne. Das klingt doch schön, auch wenn wir jetzt langsam Frühling haben, aber die Wintersonne ist doch auch immer wieder was Schönes. Und damit verabschiede ich mich wieder bei euch und ich freue mich sehr über Kommentare und Daumen hoch und natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Aber ich freue mich auch über jeden, der zuguckt, das sehe ich ja auch und hoffe, es gefällt euch wirklich genauso gut wie mir und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unravel. Und es war jetzt wirklich schon eine ganze Weile her. Es war jetzt Ostern und da konnte ich nicht aufnehmen. Und dann bin ich krank geworden und das hört man wahrscheinlich noch so ein bisschen. Ich hoffe, ich röchel nicht zu sehr ins Mikrofon. Und dann hat mein Computer auch noch gesagt, nein, ich bin jetzt auch im Urlaub, lass mich in Ruhe. Ich komme vielleicht irgendwann später nochmal wieder. Und ich dachte nur so, bitte. Ja, so viel dazu. Ich habe das jetzt alles hoffentlich wieder so in Ordnung gekriegt. Ich bin wieder da und jetzt kommen weitere neue Folgen Unravel. Erstmal nochmal vielen herzlichen Dank an alle, die mir so ein schönes Feedback geben für das Let's Play und auch für meine Zeichnungen. Das macht unglaublich viel Spaß und ich freue mich da wirklich sehr drüber. Also vielen, vielen Dank dafür und wer meine Zeichnungen noch nicht kennt, darf gerne mal da drüben reingucken. Da sind ein paar Speedpaints verlinkt. Gut, und jetzt höre ich auf zu quatschen und fang einfach mal an mit dem Kapitel Wintersonne. Oh, das ist das schön, so ein schöner Pulverschnee. Ich liebe ja Schnee. Ich liebe den Winter und wenn der halt verschneit ist, aber jetzt momentan bin ich auch sehr... Oh, ist das süß. Jetzt bin ich auch gerade doch sehr froh, dass wieder Frühling wird und es ein bisschen wärmer wird hoffentlich ganz bald. Guck mal, wie toll, der kriegt sogar weiße Strümpfe. Ein Schneeball. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass mir das hier einbricht. Wie in den letzten Folgen. Ihr erinnert euch. Das sieht so hübsch aus. Und da ist schon die erste Erinnerung. Walken durch den Schnee. Das ist was Schönes. Und schaut doch mal, wie schön der hier glitzert, der Schnee. Ach, ich bin verliebt in die Grafik. Immer noch. Und wahrscheinlich für immer. Und jedes Mal wieder, wenn ich das Spiel neu aufmache. Ich bin gestorben. Aus Gründen. Hä? Ach so, jetzt komme ich hier gar nicht mit. Das war so eine einmalige Sache. Okay. Guckt mal da hinten. Hirsche. Wieder eine Reiche gekriegt. Ah ne, es ist keine Eiche, das ist ein Kienappel, ne? Oh, da geht's auch rein, okay. Aber hier geht's doch noch nach oben, das sehe ich doch. Vielleicht gibt's da ja wieder ein Knöpperchen. Ein Knöpperkind, da
komme ich nicht hin. Vielleicht muss ich doch erst nach unten dann. Den Schneeball hinterher. Komme ich jetzt wieder zurück? Ja, ich komme wieder zurück. Okay. Das ist schön, mir wird gerade ganz kalt. Also das ist jetzt nicht so schön, aber ich finde es hier gerade so hübsch. Okay, wir mussten hier nur rein, um das Garn zu holen. Übrigens eine sehr interessante Stelle für einen Garnknäuel, ja? Das ist total schön, wie das und lustig, wie das hier runterplumpst immer mit dem Schnee. Ich mag das. Allein der Sache wegen. Allein der Sache wegen. Hui. Rauf. Manu. Was Gemeines. Gesicht voran in den Schnee. Es ist so niedlich, wie er diese weißen Söckchen hier anbekommt, wenn er durch den Schnee läuft. Ach, Jani. Das ist schon echt eine Kraft, ha? Das wird bestimmt... Ja, das war total klar. Oh Mann, ey. So. Ich brauche die bestimmt irgendwie da drüben. Deswegen lasse ich die jetzt erstmal da liegen. Ja, hier brauche ich ihn wahrscheinlich dann auch gleich. Schlitten fahren. Rein. Ich nehme einfach jetzt den Kienappel mit. Weil der hat ja einen Grund. Ne? Wir haben das Spiel ja inzwischen schon ein bisschen kennengelernt. Im Schnee und als er wieder rauskam, da hat er weiße Söckchen an. A, B, C, der Jani lief im Schnee. Schön, ne? Hab ich toll gemacht. Kienappel. Komme ich doch wieder nicht ran.